Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich heute ja wieder mit Gast auf meinem Kanal. Der berühmte, ja, der größte Comic-Tuber Deutschlands. Körpergrößentechnisch. Ja, ist zu Gast beim kleinsten Comic-Tuber Deutschlands. Körpergrößentechnisch. Ja, was haben wir uns heute überlegt? Oder was habe ich mir überlegt? Was ganz Feines für mich. Man kennt ihn. Wozu du halt auch was sagen kannst. Und zwar heute meine Top 5 Hörspielfolgen von den Masters of the Universe. Tatsächlich hat der gute Creighton mich auf den richtigen Fuß erwischt, weil ich habe nur die ersten 28 gehört. Die anderen habe ich auch hier liegen, die muss ich mir noch reinziehen. Aber da ich sehe, deine Top 5 ist komplett unter den ersten 28. Genau. Und deswegen kann ich bei jedem bitte mitreden, finde ich cool. Ja, habe ich ja nur gemacht, um Rücksicht auf dich zu nehmen. Nein, das ist Zufall jetzt. Ja. Aber passt halt ganz gut. Ja, fangen wir mal an mit meiner Nummer 1. Nummer 5. Ich wollte gerade sagen, deine Nummer 5. Was, war schon leicht irritiert. Was bin ich hier so durcheinander? Die Leute haben es bestimmt noch hinten geskippt, weil sie denken, wir wollen mit der 5 anfangen. Ich hoffe, wir sind noch dran geblieben. Ich hoffe. Wir fangen natürlich mit der Nummer 5 an. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr spiegelt und dass man es gut sieht. Wir haben hier Folge 9, die Ebene der Ewigkeit. Was ist das Besondere an dieser Folge? Kannst du dich daran erinnern? Oh nee, da muss man auf die Sprünge helfen. Und zwar haben wir hier, was mir besonders an dieser Folge gefällt, wir haben hier die Origin von Trapjaw drin. Ah, die aber noch eine andere gewesen ist wie heutzutage. War Trapjaw genau. Nicht da irgendwie der von den Panzern überfahren wurde? Genau, genau. Ah. Der das Kind, und das ist so dieses, das hat, ich fand das damals so herzerwärmend, so tragisch. Er war ja eigentlich auch ein Waffenmeister, also ist er ja immer noch, aber er war halt ein ganz... Ein guter Mensch, der halt ein Kind davor rettet, was von Skeletor mit so einem Panzer droht, überfahren zu werden. Und dabei halt seinen Arm verliert, seinen Unterkiefer verliert und dann halt von Skeletor sozusagen rekrutiert wird. Der hat dann an seinem Gehirn auch rumgemastert. Rumgemastert auf the Universe. Ja. Und hat halt dadurch ihn zum Leibwächter des Bösen gemacht. Und das Ganze wird hier halt schön präsentiert, indem Orko in so ein, oder alle fallen in so einen Traum und Orko träumt von dieser Sache aus der Vergangenheit, fand ich grandios damals. Auch alles sehr gut gesprochen. Ich habe mir die ganzen Hörspiele ja, was dieses Jahr oder was letztes Jahr? Ich glaube beides. Ich glaube, du hast Ende letzten Jahres angefangen. Und das ging dann noch so Mitte diesen Jahres rein. Da habe ich mir alle zum allerersten Mal angehört und die sind alle gut gealtert. Die machen echt unglaublich viel Spaß. Ja, sehr starke Sprecher dabei. Ja, Platz 4 bei mir haben wir hier Folge 7, der Doppelgänger. Ja. Das ist ja die Geschichte, wo Skeletor so einen Androiden erfindet, der halt aussieht wie He-Man, der alle Kräfte hat von He-Man. Und sie versuchen halt über den an das Zauberschwert ranzukommen. Also He-Man wird halt zwischenzeitlich gefangen. Und dann soll dieser Doppelgänger an der Stelle von He-Man halt seinen Platz einnehmen, damit die an das Zauberschwert rankommen. Das Tolle an dieser Folge fand ich halt dann auch diesen Kampf, weil hier halt He-Man auf sich selber im übertragenen Sinne trifft, also auf einen gleichwertigen Gegner. Gut fand ich auch, wie sie das vom Sprechen her gemacht haben. Man merkt halt, ist ja derselbe Sprecher, Norbert Langer. Die Betonung ist halt eine andere. Aber er betont halt als Android das anders, er spricht ein bisschen abgehackter. Das hat er auch super gemacht, finde ich, um diesen Unterschied halt deutlich zu machen, ohne dass aber die, trotzdem ist es ja glaubwürdig, dass die anderen nicht wissen, dass das nicht He-Man ist. Weil darauf kommen sie ja gar nicht. Das wäre jetzt so mein Platz 4. Jetzt kommen wir schon in die Top 3. Jetzt wird es insgesamt ziemlich gruselig, sag ich mal, ein bisschen düsterer. Ja. Das sind nämlich jetzt die düsteren Folgen, oder zumindest 3 davon. Eine überragende Folge fand ich halt Folge 11. Anti-Eternia. Ist tatsächlich bei mir, wenn nicht sogar fast Platz 1, würde ich behaupten. Aber Top 3 finde ich auch, ist eine gute Auswahl, die Folge. Und die hat dann wiederum dafür gesorgt, dass es diese Figur exklusiv gemacht wurde. Genau. Weil alle so den Anti-He-Man so abgefeiert haben. Man trifft hier halt also Skeletor in seinem Kampf um die Macht Eternias, schafft so eine Art, so eine Tunnel, so eine Verbindung zu Anti-Eternia. Das ist halt so eine Welt, da herrscht ein böser He-Man, da herrscht, also die ganzen Guten sind da böse, und zwar böser als Skeletor und seine Leute im Grunde. Ne? Also das sind so die reinen Bösen.
Und die lässt er halt auf Eternia los, um selber dann Herrscher zu werden. Letztendlich merkt man aber auch, dass es eher in die Richtung läuft, dass die dann die Kontrolle da übernehmen und nicht Skeletor. Und ja, sehr gut gemacht. Da vor allem herausragend natürlich Anti-He-Man selber. Man trifft auf Anti-Man-at-Arms, aber nur so in einer Szene, glaube ich. Und Anti-Orko gibt es halt auch. Also da hast du halt so ein Orko ist ja so ein fröhlicher Typ, so ein lustiger Zauberer. Und dann hast du halt so einen richtig fiesen, sage ich mal. Fand ich super. Und war damals für damalige Verhältnisse absolut gruselig. Also wenn man bedenkt, Kind, ne, mit ein paar, da war ich ja unter 10 Jahre alt, damals. Und da ist das natürlich schon eine Folge, die einem auch Angst machen kann, so von der Stimmung her. Ne? Ja, klar. Und so geht es eigentlich jetzt weiter, stimmungsmäßig. Jetzt auf Platz 2 wäre bei mir hier Folge 17, Angriff der Magier. Und diese Folge ist halt, also das Besondere daran ist einmal auch, dass Skeletor halt so alte Magier versucht wiederzubeleben. Wie er das macht, indem er die Lebensenergie, also er fängt einige von den Masters of the Universe und zieht denen die Lebensenergie ab. Das fand ich schon sehr gruselig. Die Stimmung in Snake Mountain wird immer gruseliger. Und Erstauftritt Hordak am Ende. Ja. Na, einen meiner absoluten Lieblingsfiguren eigentlich von der Bösen jetzt, sage ich mal. Also auch eine super, super Folge. Ja, und jetzt kommen wir zum Ende. Platz 1, auch so eine düstere Folge. Trommelwirbel. Die Nummer 21, Dämon Modulok. Ja, das ist auch halt eine absolute super Folge. Man merkt halt, dieser Dämon Modulok ist da wirklich ein Dämon, vor dem sogar Skeletor und Hordak eigentlich Angst haben. Ja. Der wird nur kontrolliert durch Hordak, durch so einen Ring, den er mal von einem Magier bekommen hat. Das ist der Herr von diesem Wesen. Und den hat er irgendwie, glaube ich, gerettet oder so. Und deswegen hat er diesen Ring. Und den gibt er halt Skeletor, dass dieses Wesen halt gegen He-Man vorgehen kann. Auch als Figur, damals interessant, habe ich auch als Figur, werde ich sicherlich auch mal vorstellen. Ballert doch mal in die Kommentare rein, wenn der Creighton endlich mal einen Top 5 He-Man-Figuren-Video machen soll. Also ich bin sowas von dafür, der hat die ganzen Originalfiguren noch. Die sind zwar teilweise echt hart abgespielt, aber trotzdem kannst du die mal nicht zeigen. Ja, die sind tatsächlich sehr hart abgespielt. Diese Figur habe ich auch, der ist auch in einem besseren Zustand. Du konntest halt damals, der konnte sich halt teilen. Du konntest verschiedene Figuren damit bauen und wenn man den Dings hier noch hat, dessen Namen mir jetzt gar nicht einfällt. Ihr könnt euch bestimmt denken, wer Dings ist. mit dem kann man den nämlich noch kombinieren. Gut, dass mir der Name jetzt nicht einfällt. Aber wird dann nach dem Video einfallen. Ja, aber das bleibt auch halt drin. Es ist nicht Too Bad, der ja auch so ein Doppelköpfiger war, sondern der andere. Dessen Namen mir einfach jetzt nicht einfällt. Auf jeden Fall konnte man, den habe ich aber auch nicht, deswegen ist es eigentlich auch egal. Da konnte man verschiedene Figuren mitbauen und das war richtig cool. Und wie das hier dargestellt wird, als wirklich ein Gegner, gegen den He-Man fast keine Chance hat, grandios. Hat für dich das Konzept damals auch funktioniert davon? Also das Konzept dahinter war ja, dass die Kinder dann Geschichten haben, die sie nachspielen konnten. Ja, ich habe tatsächlich, also ich habe ja meine eigenen Geschichten gespielt, aber ich habe es tatsächlich so gemacht. Kleine Anekdote jetzt vielleicht zum Abschluss. Mein Bruder war damals immer so begeistert von mir, weil er kannte halt auch andere, die auch diese He-Man-Figuren haben und war dann mal bei denen. Dann haben die damit auch gespielt und die haben halt strikt gespielt, ja, die Guten gegen die Bösen kämpfen und das war's. Und bei mir gab es ganze Geschichten. Da sind Leute entführt worden, da haben Leute die Seite gewechselt. Quellen der Influencer im Kinderzimmer. Ja, da mussten sich Leute verbünden. Also ich habe halt immer auch so meine eigenen Geschichten gespielt. Und diese Reihe ist so für mich das, was mich am meisten an den Masters ja beeinflusst hat. Also die Hörspielreihe.
Kann ich verstehen. Ich habe sie ja, wie gesagt, erst jetzt letztes Jahr das erste Mal angefangen zu hören und sie sind unglaublich gut gealtert, ja. Super toll gesprochen und es sind dann teilweise echt so ein paar Episoden dabei, wo man sich denkt, okay, das könnte auch als ein Hörspiel durchgehen, was eher an Erwachsene gerichtet ist, mhm. aber man hat durch den guten Orko halt immer noch immer diesen positiven Kindergrundton drin, sage ja. ich mal, und ist trotzdem eine Serie, die unglaublich gut gealtert ist und die mir sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich ja. auch sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten erst überlegt, ob ich mal auch eine Top 5 raussuchen soll, aber ich habe da keine wirkliche Reihenfolge, weil ich die so dicht hintereinander gehört ja, habe, ja. dass das bei mir im Kopf einfach nur so ein Wirrwarr ist, aber der Kraken, das jetzt ja gerade alles schön zusammengerissen hat, habe ich jetzt auch wieder Bock, mir die einzelnen Hörspiele anzuhören, aber ich werde erstmal noch zu Ende hören, bevor ich mir dann nochmal die Top 5 rauspicken werde. Ja, dann treffen wir uns wieder und dann machst du deine Top 5. Genau, heute und, in einem Jahr oder sowas. Ja, und man sieht wieder, ich war wieder als Influencer gerade tätig. Wie damals im Kinderzimmer, also die anderen Kinder beeinflusst hat, wie sie es zu spielen haben. Ja, ja, ja. Da gibt es auch Entführungen, nicht nur gut gegen böse. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und dann hat er so den Two-Face, den Joker gemacht und hat dann so die Medaille geworfen. Meinst du, das liegt mit daran, dass du so viele Comics gelesen hast, dass du da auch Storyfäden hattest? Ja, eventuell auch, weil das ja, also Masters und Comics sind ja so Hand in Hand gegangen bei mir, also von wann ich angefangen habe. Das war ja Mitte der 80er, da habe ich mit Superhelden angefangen und mit Masters auch. Also das, die hängen tatsächlich zusammen. Und um das Video, bevor ich das wieder vergesse, ich weiß wieder den Namen. Ah, es hat sich gelohnt, so auszuholen. Es geht natürlich um Multibot. Sprich, wenn man Multibot noch hatte, konnte man den sogar kombinieren mit Modulok. Gut, dass ich das noch in das Video reinbringen konnte. Ich habe auch noch eine abschließende Frage für dieses Video. Ja. Hast du auch Cliffhanger eingebaut, wenn ihr gezockt habt? So, keine Ahnung, und mittendrin abgebrochen, abbrechen musste? Ja, tatsächlich musste. Auch. Ja, also es ging auch Story. Also es ging auch storyübergreifend weiter. Okay, und cool. Das haben halt die anderen Kinder nicht gemacht. Die haben sich halt strikt gegen dieses Gut-Böse und die Kämpfen gegeneinander gehalten. Und bei mir war es halt so, wie gesagt, die Leute haben die Seite gewechselt, durch einen Zauber belegt oder was weiß ich. Ich habe also ziemlich viel, wahrscheinlich wirklich auch durch Comics und durch die Hörspiele, dass man da dann so Sachen mitnimmt. Also mir hat es ja auch immer gut gefallen, wenn... Also eine Sache, die mir absolut gut gefällt, ist ja... wenn halt auch mal jemand, zum Beispiel mal ein Böser mit einem Guten zusammenarbeiten muss, aus irgendeinem Grund. Also nicht immer dieses nur Schwarz-Weiß-Denken, sondern halt mal so darüber hinausgehen. Ne? Ja, das war's schon für dieses Video. Ja, haut mal rein, was eure Lieblingsfolgen von den Masters of the Universe sind, wenn ihr sie gehört habt. Und für die, die sie nicht gehört haben, ob ihr Interesse daran habt, an diesen ganzen Hörspielen, überhaupt an den Masters of the Universe. Und dann sage ich mal an dieser Stelle, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag mal bis dann. Haut da rein!